weil es schon Feuer hat. Für den Heide Knight nehmen wir das Great Sword, weil dann kann ich ihn besser vermöbeln. Na komm. Ja, so klappt das aber nicht hier. Jetzt kriegt man Heide Lands. Können wir uns auch mal kurz angucken. Hatte ich, glaube ich, in dem Bonus-Videos dann benutzt, die dann später kommen. Lances haben nämlich ein interessantes Moveset, da hat man hier diese komischen Rennattacken, die ungefähr 1 Milliarde Mal treffen. Ja, den hier. Und wenn man die beste Lanze hat, dann kann man Gegner mit einem Rennangriff schon fast killen im PvP. Hier noch die Black Knight Axt, hat sehr moderate Anforderungen an Stats dafür, dass es so kacke ist. Und ich wollte ja, was ist das hier? Mannequin Saber. Ich wollte ja jetzt das Ding weiter benutzen, erstmal. Bis zum nächsten Bonfire, denke ich mal. Oder bis zum nächsten Bonfire? Kann man damit parieren? Ne, damit kann man nicht parieren. Ich glaube, da kommen Gegner, die ich parieren muss. Deswegen vielleicht dann doch nicht bis zum nächsten Bonfire. Mein Gott, es ist dunkel auf einmal. Ich weiß nicht warum, aber hier ist es tatsächlich dunkel. Und Gegner. So, der hat jetzt nur vom Stock ins Gesicht bekommen, deswegen war das nicht so super strong. Oder die sind resistent gegen Feuer, das geht auch. Weil die... Dieses Ding macht ja eine ganze Menge Feuerschaden. So. What? Haben die gerade so einen Sound gemacht, als wenn sie vom 10-Meter-Turm springen, obwohl sie nur in Regenwasser gefallen sind? Beeindruckend Spiel. Echt geil. Holy Water. So, das hier ist das nächste Gebiet. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus, aber es ist bei weitem nicht so groß, wie man jetzt denken könnte. Dragon Lake Castle. Shit, den kriege ich nicht. Doch, ich kriege ihn vielleicht. Ich kriege ihn nicht, weil ich dumm bin. Kriege ich ihn? Komm. Das war arm. Habe ich das verkackt? This castle is isolated. Oh mein Gott, das ist die Level-Up-Frau. Ich weiß nicht, warum sie hier ist, aber sie ist hier. Und ich muss in das Castle rein. Ich werde dafür aber die Waffen wechseln, weil wir gesehen haben, gegen diese Royal Knights ist das Ding kacke. Also wenn ihr die Dex-Waffen spielt, die ich angesprochen hatte, Heidespear und Black Knight Halberd, dann der Tipp benutzt für hier den Heidespear. Oh, voll der Rhyme! Ich bin sowas von der fette Rhyme mit dem Nigger. Der Mann Aurelio wird zum Hip-Hopper. Habe ich das gedodged? Alter, der Damage. Man merkt, die Gegner sind stark. Ich glaube, die sind ein bisschen stärker als die Variationen in Doors of Ferris. Wo ich ja keinen killen musste, dank Rattencovenant. Und die Mastodon Halberd. Eine der besten Waffen im PvP. Also den will ich jetzt ein bisschen nach hinten. Hat nicht geklappt. Die muss man nämlich neben den Pötten hier killen. Dann gehen die Seelen in die Pötte rein. Oder in den Golem. Und machen den an. Eine der wenigen Stellen, wo unendlich viele Gegner kommen. Dann kommen nämlich immer diese Royal Knights hier angerannt. Solange. Nee, immer. Nicht so lange. Aber sonst könnte man ja die Dinger hier auch nicht aufmachen. So. Das fliegt jetzt auch da rein. Ich gehe kurz hier rechts lang. Hier ist eine Kiste. An der linken Seite aber, glaube ich, keine Kiste. Da spawnen ja nur die Typen. Great Combat.
Combustion, das ist ein guter Spell. Fire Seed zum Pyromancy Flame upgraden. Das jetzt mal hier. Da machen sie mir hier voll krass auf. Ich habe nur einmal rollen gedrückt, aber du kannst auch gerne zweimal rollen. So, das ist Castle Dranglake von innen. Das hier ist Chancellor Velliger, der Tote. Who are you? And by whose permission? This castle is a domain. His Highness. So, und mit dem kann man labern. Der ist relativ wichtig, wenn man die Achievements alle haben will. Ich will eigentlich nicht hören, was er labert. So. Und zwar kann man bei dem Zeug einkaufen. Und das, was man hier kaufen kann, variiert immer sehr stark. Im Moment hat er halt einen Flamberg, Flamberger, oder wie man das aussprechen soll, einen Luzern. Und je weiter man im Spiel voranschreitet, desto mehr kommt dazu. Wenn man den, wenn man jetzt den übernächsten Boss killt, kommen Items dazu. Wenn man im New Game Plus ist, kommen, glaube ich, Items dazu. Und die letzten Spells im Spiel kommen dazu, wenn man im New Game Plus Plus ist. Das heißt, man muss das Spiel zweimal durchspielen, hierher kommen, kann die Spells kaufen, kriegt die letzten Achievements. Und das sind die Achievements, die mir auch noch fehlen. Ich glaube, man kann eine Pyromancy kaufen und ein Miracle von ihm. Ja, was hat er hier noch? Great Magic Barrier. Wichtig ist eigentlich das hier, finde ich persönlich. Repair Powder ist der einzige NPC im Spiel, der unendlich viel davon verkauft. Ansonsten kann man sich hier noch Arrows kaufen, wenn man Bock hat. Kriege ich jetzt noch was von ihm? Nein. Den Raum hier oben kann man auch mal zeigen. Ich finde, den bemerkt man gar nicht, wenn man normal spielt. Aber das ist der Thronraum. Der spielt im New Game jetzt hier keine große Rolle. Aber im New Game Plus kann man herkommen und hat da drinnen einen relativ schwierigen Bonus-Boss-Fight. So, und jetzt kommen, glaube ich, meine Lieblingsgegner. Die sind cool. Weil die sind einigermaßen fair, die kann man aber trotzdem gut parieren. Wenn man nicht unfähig ist, so wie ich gerade. Wenn man ein Schild hat, sind die sehr einfach zu parieren. Mit einem S-Talk nicht so. Aber Parry ist der einfachste Weg, um die zu kriegen. Man kann sie auch backstabben. Aber das klappt, finde ich, nicht so gut. Ja, und ohne diese beiden Sachen ist es ziemlich schwierig, die zu kriegen. Weil die sich hinter jedem scheiß Schild immer verstecken. Und sie machen ja auch gut Schaden. Hier ist ein, ich glaube, Cyan Knights oder sowas. Drüben sieht man, ist noch einer. Die muss man eigentlich nicht machen, aber ich gehe jetzt mal hier voll YOLO und kill die. Ah, guckt, wie ich ihn umbringe. Ihr coolen Typen. Nein. Kann man die auch parieren? Keine Ahnung. Ich hab's probiert, aber ich will mich nicht von denen zermanschen lassen. Kann man hier rein? Gibt's hier krasses? Fucking leerer Raum. Ja, genau deswegen muss man das jetzt nicht machen hier. Die drei Gegner. Ich hatte jetzt nochmal geguckt, ob ich nicht da irgendwie noch eine Wand vergessen habe oder so. Aber nein. Das ist tatsächlich so ein Crap. Oh mein Gott, Royal Knight. Oh mein Gott, noch einer. An der Stelle hier gibt es im New Game Plus auch irgendein rotes Phantom, so ein Invader. Ich habe keine Ahnung, wo genau der sich aufhält. Der kam bei mir die ersten beiden Mal, als ich langgelaufen bin, nicht. Und beim dritten Mal war der auf einmal da. Ja, Bonfire, fuck yeah. Es gibt wieder zwei Wege. Das hier ist der weitergeht. Hier unten haben wir jetzt nochmal eine große Tür. Kommt vielleicht dem einen oder anderen bekannt vor. Produce the Symbol of the King. Das haben wir schon zweimal gesehen. Kann sein, dass ich nur einmal gezeigt habe, aber es gab es schon zweimal im Spiel.
Und hier gibt es jetzt so eine ganz lustigen Kameraden. Hatte ich nicht am Bonfire gepennt? Falsch. Ich will meine Waffe gerne reparieren, die ist fast kaputt. Für diese Sektion werde ich auch wieder auf meinen Greatsword switchen. Ich laufe immer verkehrt rum, egal wo ich rauskomme, immer verkehrt rum. So, wir hauen jetzt erstmal hier den Typen kaputt. Weil wenn man die hier an der Wand direkt killt, dann machen die die Türen auf. Das hier ist die Tür, die weiterführt. Und Titanite Slab direkt abgelackt. Und in den anderen 5 Türen sind lustige Bonussachen. Sehr lustige. Der Typ, mit dem man die Türen öffnet, der respawnt auch nicht. Das heißt, wenn man hier farmen will, weil das der einzige Ort im Spiel ist, wo man gut an Titanite Slabs kommt, dann sollte man die Typen mit dem Schild killen. Weil wenn die Schildtypen die Tür aufmachen, dann respawnen logischerweise die Schildtypen nicht.